Hi, ich bin Dina und heute möchte ich euch zeigen, wie man Kunststoff mit dem Laser schweißt. Ich habe hier so zwei Versuchsplatten. Die sehen jetzt erstmal für das menschliche Auge eigentlich gleich aus, aber für den Laser ist die obere der Platten transparent und die untere wird absorbiert. Das bedeutet, wenn die Platten so übereinander liegen, geht der Laser durch die obere Platte durch, trifft auf die untere auf, dann entsteht Wärme, die Kunststoffe schmelzen und das Ganze verschweißt. Und wie das genau in der Realität aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. So, zuerst kommt die absorbierende Platte und darüber die transparente. Fertig. Und jetzt gucken wir mal. Versuche ich das mal auseinander zu bekommen. Wenn wir es jetzt gut gemacht haben, kriege ich es nicht hin. Ne? Und ich habe das Gefühl, wir haben es ziemlich gut gemacht. Ja? Aber schauen wir es uns doch mal, versuchen wir mal noch tiefer reinzugehen. Ich hole ein bisschen Werkzeug. Ich gehe jetzt mal hier dazwischen. Ja, okay, wow. Mhm. Ja. Das hat sich schon gut angehört. Ja, immer noch nicht ganz. So. Und hier sieht man jetzt, dass wir so einen Ring geschweißt haben. Das war jetzt noch nicht ganz so fest verschweißt. Könnte man noch ein bisschen länger machen. Und hier ist jetzt quasi der Punkt, wo die beiden Materialien zusammengeschweißt wurden. So funktioniert Kunststoffschweißen mit dem Laser. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.